Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Titel der heutigen Sendung: Internationaler Tag der Modelleisenbahn. Der findet ab sofort jedes Jahr am 2. Dezember statt. Wir wollen damit versuchen, der kleinen Bahn einen großen Bahnhof zu machen. Und ich hoffe, dass sich viele Vereine, Institutionen und Firmen diesen Tag anschließen werden. Wir fangen an mit unserem ersten Film, liebe Zuschauer, und da gibt es einfach einen großen Poing. Poing? Poing? Ah, Poing. Wir sind am Modellbahnclub Poing. Das ist circa 20 Kilometer östlich von München. Da haben wir einen kleinen Bauernhof, älteren, da wo wir schön basteln können und alles. Die einen sind dann mehr auf Elektronik und die anderen können wieder gut Landschaft bauen. Und beim Modellbahnclub Poing wird Jugendarbeit großgeschrieben. Wir haben 11 Jugendliche bei 20 erwachsenen Mitgliedern. Und ja, die basteln, dass sie mit der Holzarbeit und Bohrmaschinen und so, dass sie die Kinder da ranführen können. Dass halt das alles ein bisschen, das Künstlerische auch ein bisschen fördern und das Technische auch. Haben in 2 Jahren das erste Mal Eisenbahn gespielt. Und seitdem kam ich einfach nicht mehr von dem Hobby los. Das hat hier zum Beispiel das Signal. Oder hier das Lagerfeuer hat Rauch. Oder der Brunnen, der dreht sich das Wasser, das aussieht, als würde das fließen. Oder die Kirche kann man anstrahlen. Dem 11-jährigen Ferdinand ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Jede Woche kommt er zum Basteltag. Und stolz präsentiert er auf der Münchner Modellbahnmesse zusammen mit den Älteren die 25 Meter lange Vereinsanlage im Maßstab H0. Wir haben öffentliche Fahrtage in Poing, jede 2 Jahre. Und da sind sehr viele Jugendliche, die sich dann interessieren. Und dann geben wir halt unsere Adresse und alles. Und so sollen wir vorbeischauen, sollen sie mal da reinschnuppern. Und da ergibt sich das ja so, dass dann viele, der eine Freund bringt dann den anderen Freund noch mit. Neuester Teil der Modulanlage ist der Abschnitt Mosel mit 4.500 Weinstöcken. Als nächstes soll das österreichische Selztal nachgebaut werden. Poing, ein aktiver Verein auch für Jugendliche. Und auch beim TT-Club Bayern ist man sehr aktiv. 30 Module haben die TTler mitgebracht nach München mit einer zweigleisigen elektrifizierten Hauptbahn und einer Nebenbahn. Für uns ist es das Besondere, das Klischeehafte, die Spur der Mitte zwischen N und H0. Man braucht nicht so viel Platz wie in H0, hat aber gegenüber N noch deutlich was in der Hand, wenn man Eigenbauten oder Selbstbauten durchführen möchte. Und dementsprechend ein guter Maßstab in der Hand. Echten Zugbetrieb zeigen die 20 Mitglieder dieses Clubs. Hier will ein Personenzug von der Nebenbahn auf die Hauptbahn einfahren. TT kommt von Tabletop, weil man in diesem Maßstab eine ganze Anlage auf einem Tisch unterbringen kann. Eigentlich ist TT die Modellbahn der neuen Länder, da es in der früheren DDR fast nur diese Größe gab. Woher kommen die TTler? Alles Zurgroste. Arbeitsmäßig hergezogen, das Hobby vorher schon gehabt. Und davon gibt es nicht gerade wenig, wo sich von ein paar bei uns zusammengefunden haben und dementsprechend die Fahne hochhalten wollen. Clubchef Heiko Muffel ist Wagenmeister bei der Bahn. Sein ganzer Stolz, die Wendeschleife. 3 komplette Züge passen hier rein. Darüber eine LPG. Eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Typisch DDR. Hier wuchs eines der Clubmitglieder auf und baute deshalb diesen Bauernhof.
Nach dem Vorbild in Falkenhain im Erzgebirge. Im Fahrbetrieb zeigen wir möglichst vorbildgetreue Garnituren, sowohl von der Länge als auch von der Zugbildung her, die dann ja, automatisch fahren, aber in sich stimmig sind. Da kann auch gerne ein Epoche 1 Zug neben einem ICE stehen, aber wir mixen halt keine Epoche 1 Züge mit einer Epoche 6 Lok oder irgend sowas vorne dran, also das möchten wir dann doch nicht. Bahnbetrieb in einem Hafen gab es auf der Messe in Leipzig zu sehen. In Wirklichkeit existierte diese Hafenbahn nie, aber geplant war sie. Und so entstand Eizehafen als Modell in Spurweite N. Ich bin umgezogen vor einem Jahr und hatte dann plötzlich 1,20 Meter mehr Platz in meinem Arbeitszimmer. Und die wollten gefüllt sein. Und da habe ich mir gedacht, du suchst hier ein entsprechendes Thema raus von der Pferdenwalsruder Eisenbahn. Und Eizehafen ist dann unter der Maßgabe gebaut worden. Kali sollte hierher transportiert werden, an die Aller. Gut einen Meter lang ist das Modell und nur 20 Zentimeter breit. Trotzdem sind zwei Gleise untergebracht und das Gelände scheint viel tiefer zu sein. Man muss es eben gründlich planen. Ja, weil man nur wenige Zentimeter vom Gleis bis zum Hintergrund hat und muss dann entsprechende Tarnung vornehmen mit Bäumen, Büschen, also das ganze Grün, was da entsteht. Und da habe ich inzwischen auch keine Probleme mehr. Man sieht hier auch noch eine andere Variante mit dem Fabrikgebäude, was eben als Relief nur vor der Kulisse steht. Aber da habe ich also auch viel Zuspruch erhalten inzwischen, dass das eine gute Lösung ist. Weil es an einem Bausatz für ein ländliches Bahnhofsgebäude fehlte, überredete der Modellbauer einen Hersteller, so etwas in sein Programm aufzunehmen. Und nun gibt es den Bahnhof Eizehafen. Noch einmal die Schienen geschliffen und schon kann's losgehen. Eine ostfriesische Kleinbahn ist hier zu sehen. Auf einer Fläche von nur 3 DIN-A4 Blättern, 90 x 21 cm. Die Stimmung, die dieses Modell zeigt, ist perfekt und jedes Detail überzeugt. Auf allen Ausstellungen, wo ich bis jetzt war, kommt in der letzten Zeit eine Tendenz durch, dass viele Leute keinen Platz mehr haben und schnell fertig werden wollen, sodass die Anlagen immer kleiner werden. Diese Resonanz spüre ich also auch, dass die Leute sagen, oh, endlich klasse, mal eine Anlage, die ich zu Hause hinstellen kann, mit der ich fertig werde. Und das war so ein bisschen die Tendenz für mich, auch mal so was Kleines zu machen, obwohl ich normalerweise H0-Regelspur in anderen Größen dann baue. Ruhe sollten die Figuren ausstrahlen. Keine hastigen Bewegungen. So wie das eben an einem kleinen, verträumten Hafen irgendwo an der Nordsee der Fall sein könnte. Große Modellzüge auf Augenhöhe. Speziell für die Kinder ließen die Freunde der LGB Norddeutschland fahren. In Leipzig auf der 20. Modell-Hobby-Spiel hatte ihre neue Anlage Premiere. 11 x 4 Meter misst die Gartenbahn der Hamburger. Maßstab 1:22,5. Die 7 cm großen Figuren stellen Alltagssituationen in der Freizeit oder bei der Arbeit dar. Mit dem Fußballfeld mitten durch die Gleise erlaubten sich die Gartenbahner einen Spaß. Auch eine Feldbahn fährt durchs Gelände und transportiert Besucher zu einem Torfabbaugebiet, wie es sie in der norddeutschen Tiefebene häufig gibt. Dargestellt ist die Zeit der 50er und 60er Jahre.
Auch Hamburger Gartenbahner feiern ihn, den Internationalen Tag der Modelleisenbahn. Der Schwarzwald. Und mittendrin die Schwarzwaldbahn, die sich kurvenreich durch die Berge windet. Diesen Landschaftsausschnitt hat der Modelleisenbahnclub Stetten nachgebaut, im Maßstab 1:160 Spur N. Die Modellzüge sind in echt alle schon mal hier vorbeigefahren. Heraus aus dem Hattinger Tunnel, vorbei am Bahnhof Hattingen. Besonders interessant für die Modellbahner ist aber natürlich die Tatsache, dass der Bahnhof zwischen zwei Tunnels liegt. Im Norden wird der Bahnhof begrenzt durch den Möhringer Tunnel und im Süden durch den Hattinger Tunnel. Das macht es für uns einfach, um die Züge nachher wieder im Hintergrund verschwinden zu lassen. Einfahrt in den Möhringer Tunnel. Auf der Schwarzwaldbahn geht es hier Richtung Bodensee. Wir folgen dem Zug hinter die Kulissen. Es wird auch sehr gern mal nach hinten geschaut. Die sagen dann sehr oft, hinten läuft mehr als vorne. Aber ich sage immer, wenn Sie in Hattingen am Bahnhof stehen und die Züge beobachten, es kommt auch nicht jede Minute ein Zug. Der echte Bahnhof Hattingen hat ausgedient. Ihm trauern viele nach. Und deshalb wollte der Modelleisenbahnclub im Kleinen zeigen, wie es dort in den 90er Jahren ausgesehen hat. Ich persönlich war im Bahnhof Hattingen 12 Jahre Fahrdienstleiter von 1992 bis 2004. 2004 war dann leider die Umstellung auf das elektronische Stellwerk. Da fiel mein Arbeitsplatz leider weg. Das war sicher mit ein Grund, um einfach hier in dem Bahnhof ein Denkmal zu setzen. Der andere Grund war, einfach auch mal im Verein was für die N-Bahner anzubieten. Wir haben bisher nur H0 gebaut bei uns im Verein. Und sogar die kompletten Oberleitungen wurden in diesem kleinen Maßstab nachgebaut. Wie im echten Bahnhof wartet der Turmtriebwagen auf seinen Einsatz. An dieser Stelle soll die Anlage noch einmal aufgetrennt werden und ein Viadukt erhalten, das den Seltenbach überquert. Ganz schön filigran. Das ist die Spur Z mit nur 6,5 mm, die fast kleinste Modellbahnspur. Man braucht natürlich schon eine ruhige Hand. Für Grobmotoriker ist es nichts. Die sollen da lieber Spur 1 oder LGB machen oder eine H0, je nachdem. Aber momentan geht das noch. Ich zitter noch nicht zu sehr. Klaus Stelzmann ist vor allem ein Sammler, der nur selten seine Züge zeigt. Seine Anlage mit der doppelten 8 und einem Rangierfeld würde in einen großen Koffer passen. Alle paar Jahre zeigt er sie auf einer Messe. Ursprünglich war es eine Schauanlage, die er nach und nach mit Feinheiten ausgestattet hat. Zum Beispiel Servomotoren für die Schranken und die Weichen. Den Bahnhof hat Klaus Stelzmann nach dem Heimatort seiner Frau in der Pfalz benannt und diese winzigen Schilder von einem Spezialisten besorgt. Neulich eben jemanden kennengelernt, der ist auf der Schwäbischen Alb zu Hause und der macht das in allen Größen, wie sie es haben möchten. Also es sind Blechschilder, die dann bedruckt werden und das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja. Klein Rauderfehn liegt im Emsland und so heißt auch diese Anlage. 1 Meter mal 60 Zentimeter. Die Kleinbahnstrecke wurde vor 100 Jahren gebaut und 1974 schon wieder abgerissen. Vorlage für den Gleisplan war der Timesaver. Das ist ein Rangierspiel, bei dem die Aufgabe darin besteht, Waggons an bestimmte Positionen zu rangieren mit möglichst wenig Rangierzügen. Das kann man jetzt auf der Anlage machen, etwas in adaptierter Form. Das Motiv ist eine ostfriesische Kleinbahn, die so nicht mehr existiert. Und mir ging es darum, einen plausiblen Ablauf zu simulieren in Modell Maßstab 1:120.
Beschauliche Kleinbahnidylle mit einfacher Rangiertechnik. Ich habe immer davon gelesen, dass man recht einfach, ohne aufwendige Schaltung zu installieren an der Anlage, dass man auch mechanisch mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel Drahtkleider bügeln, Lüster klemmen, dass man auch komplette Weichenmechanik unterbringen kann. Das habe ich probiert. Also das war einfach eine Herausforderung. Und es bringt eine unheimliche Gewichtseinsparung mit sich. Kleinrauderfeen. Wie schön, dass es Modellbahnbegeisterte gibt, die solche vergessenen Bahnen wieder lebendig werden lassen. Der Tag der Modelleisenbahn dient auch dazu, Kinder und ganz junge Leute zum Hobby Modelleisenbahn zu bringen. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit einer französischen Anlage, denn das ist ja auch der internationale Tag der Modelleisenbahn. Der TGV fährt drüber. Und vor 40 Jahren fuhr der Cévenol mit seinem beliebten Aussichtswagen über den Viaduc du Moiselle. Zwei Jahreszeiten im französischen Zentralmassiv wurden auf diese Anlage gezaubert. Auch ein Nachbau der Wirklichkeit im Maßstab 1:87. J'ai plusieurs sites. Ich habe mehrere Anlagenteile hier. Ich hätte auch noch mehr mitbringen können. Es gibt nur den Winter und den Frühling, keinen Herbst. Und diese Szene zeigt die Berge. Schade, dass es hier nicht mehr Platz gibt. Perfekt modelliert. Der Winter in den Cevennen. Schneebedeckte Maronenbäume. Auf halber Strecke zwischen Clermont-Ferrand und Nîmes. Das Besondere der Anlage ist die Entrauchung des Tunnels. Ich habe lange nach den Plänen gesucht, die waren natürlich verschwunden. Mit Hilfe der SNCF habe ich sie dann wiedergefunden und konnte damit die Szenerie der 50er Jahre genau rekonstruieren. Die Anlage wurde 1958 abgerissen. Beim Bau des 1500 Meter langen Alpsbergstunnels wurden Lüftungsschächte eingezogen, um den Rauch der Dampflokomotiven aus dem Tunnel zu blasen. Das Entrauchungshaus steht nicht mehr, aber mit diesem wunderschönen Modell wurde ihm ein Denkmal gesetzt. De Tramstraat, die Straßenbahnstraße. Ein Holländer hat das Bahnhofsviertel von Eindhoven als Modell gebaut. 2,5 mal 2,5 Meter groß. Die Anlage läuft im Pendelbetrieb. Die Gebäude, wie man sie hier im Modell sieht, existieren auch alle noch im Original. Man fühlt sich um viele Jahrzehnte zurückversetzt, wenn man die kleinen Straßenbahnen mit den Augen verfolgt. Das Vorbild ist eine Überlandstraßenbahn in meinem eigenen Wohnort. Und ich fand, dass nach drei Anlagen von Deutschland oder Österreich oder Schweiz jetzt mein eigenes Land Niederlande an der Reihe ist, um eine Anlage zu bauen. Ich habe versucht, die Umstände von 1930 eins auf eins nachzubilden. Ich habe zuerst recherchiert, so ungefähr 2 Jahre. Und mit den Bauzeichnungen habe ich dann AutoCAD-Zeichnungen gemacht. Und dann habe ich das alles zusammengebaut. Der Modellbahnverein der Passerelle hat seinen Namen von einer Fußgängerbrücke über die Bahngleise, die auf dem Schulweg des Modellbauers lag.
Jedes Gebäude ist eine Einzelanfertigung und hat 3 bis 4 Monate gedauert. Wie kam er zu seinem Hobby? Und ich habe in Anfang 90er Jahren mitgemacht an einem Modellwettbewerb. Das habe ich gewonnen. Und da hat man mir gefragt, Artikel zu schreiben, Bilder zu machen. Ja, und dann braucht man eine Anlage zu bauen. Aus dem Modellbauer ist also ein Modellbahnjournalist geworden, der nun seine Schulzeit in dieser Anlage wieder lebendig werden ließ. Vorhang auf für eine ganz spezielle Bahn. In Thailand gibt es Bahngleise, um die herum sich Märkte organisiert haben. Kommt ein Zug, wird alles zurückgeklappt. Und kaum ist er durch, geht der Verkauf weiter, als sei nichts gewesen. Viele solche Filme hat Paul de Groot angeschaut. Und irgendwann beschloss er, so eine thailändische Szenerie im Modell nachzubauen. Mit allem Drum und Dran. Alleine für den Dieseltriebwagen brauchte er 1,5 Jahre. Die größte Herausforderung war natürlich der bunte Markt auf den Schienen. Raffinierte Mechanik bewegt die Markisen der Marktstände. Ausgelöst von dem Zug, der durch die enge Straße fährt. Ich war mal im Surfen im Internet und dann am YouTube. Und dann habe ich das gesehen, da habe ich Untersuchungen gemacht. Und da habe ich gedacht, also es ist 1:1, also das muss auch möglich sein in 1:87, also halb null. In den Häusern sind Motoren installiert, die Stangen vor und zurück bewegen. Unter den Triebwagen sind Magneten. Und in den Gleisen sind 128 Riedkontakte verarbeitet und die steuern 64 Servos an. Sogar ein Marktwagen wird vor- und zurückgeschoben. Immer wieder muss der Zug für die Besucher durch den Markt von Machachai fahren, damit sie das Schauspiel beobachten können. Man kann einfach nicht genug davon kriegen. Faszinierend. Modelleisenbahn, liebe Zuschauer, ist das schönste Hobby der Welt. Man kann sich Tag und Nacht damit beschäftigen. Wir berichten jetzt von einem Modelleisenbahner, der schwer behindert ist und für den die Beschäftigung mit der Modelleisenbahn eine therapeutische Wirkung hat. In Ammerland am Starnberger See fährt seit fast 30 Jahren eine Gartenbahn durch Rasen und Büsche. Sie gehört Manfred Wölfle, der seit seinem 18. Lebensjahr schwerbehindert ist. Seine Eisenbahn liebt er und hat alles im Griff. Manchmal entgleist ein Wagen oder eine Lok. Dann muss er auf die Knie, was nicht so einfach ist. Dann hilft ihm seine Betreuerin, die ihn auch beim Sprechen unterstützt oder auch mit ihm zum Arzt geht. Ein Sturkopf hat er. Den hat er schon, ja. Aber er ist einfach fröhlich. Man kann auch mal schimpfen, ohne dass er sauer ist. Es ist schön mit ihm zusammen. Macht richtig Spaß.
ein anderes machen. Wieder Alltag. Ja, wieder Alltag. Ja. Und wie lange machen Sie das schon? 5, 6, 28 Jahre. 18 Jahre? 28. 28 Jahre. Als junger Mann hat er sich all die Häuser für die Gartenbahn gebaut. Und obwohl er nur einen Arm benutzen kann, sägte er geschickt in der Werkstatt des benachbarten Schreiners. Vieles hat er sich gebastelt. Heute fällt ihm das schwerer. Da habe ich das Fenster ausgeschnitten. Für Johannes, einen 14-jährigen Freund, der auch eine Gartenbahn hat, schraubt er dieses Stehpult zusammen. Er kann und will das Basteln und das Eisenbahnspielen nicht lassen. Das ist einfach schon allein die Bewegung, die andere Bewegung, weil er muss sich ja ganz körperlich bewegen und auch schnell sein. Weil wenn es eben entgleist oder was ist, dann muss er halt auch hinlaufen. Und das fördert ihn schon. Dadurch bleibt er körperlich wie geistig einfach auch fit. Trotz aller körperlichen Einschränkungen hat der mittlerweile 67-jährige Manfred Wölfle viel Freude an seiner Eisenbahn. Ein Dutzend berühmte Bauwerke hat er nachgebaut. Die Tower Bridge, den Kreml und die Dresdner Frauenkirche. Das Münchner Rathaus, Schloss Neuschwanstein, den Big Ben und eine Schwarzwaldmühle, die sogar voll funktionsfähig ist. Mit den Handwerksarbeiten hat er sich von seinem schweren Alltag abgelenkt, sich eine eigene Welt aufgebaut, in die er immer wieder eintauchen kann. Modelleisenbahn ist für ihn das schönste Hobby der Welt. Der steht an seinem Schaltpult und lässt seine Bahn fahren. In dem Moment merkt er überhaupt nicht mehr, dass er behindert ist. Es merkt auch kein anderer, weil der einfach so beschäftigt ist damit, wie jeder Normale auch, und freut sich so, dass es funktioniert. Therapeutisch ist es schon wichtig für ihn. Und er kann sich wirklich durch diese Eisenbahn wesentlich schneller und besser bewegen, als wenn er in der Wohnung ist. Modellbahn als Therapie? Für viele ist Modellbahn ein Hobby. Für manche auch eine Art Therapie. Für Manfred Wölfle in Ammerland macht die Modellbahn das Leben lebenswert. Sein Garten ist vollgebaut mit Gleisen und Gebäuden und mit Schloss Ammerland, dessen Original in unmittelbarer Nachbarschaft steht. Vom Starnberger See, einer der schönsten Gegenden Bayerns, kriegt Manfred Wölfle in seinem Garten, unweit vom See, nicht viel mit. Er lebt in seiner eigenen Welt. Das ist seine Therapie gegen die schwere Behinderung. Den Internationalen Tag der Modelleisenbahn widmen wir ihm, dem Gartenbahner vom Starnberger See. Das, liebe Zuschauer, waren unsere Beiträge für den Tag der Modelleisenbahn. Wir hoffen, dass sich dieser Tag im Laufe der Jahre immer mehr in das Bewusstsein der Menschen hineindringen lässt. Denn eines ist sicher, Modelleisenbahn ist das schönste Hobby der Welt. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut, liebe Zuschauer. Bis denn und tschüss.